Ja, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Case-Unboxing. Ich dachte mir mal, ich fange mal an damit und wollte euch mal so zeigen, ob ich eventuell Glück habe, mal hier was rauszuziehen. Bis jetzt hatte ich eher weniger Glück, obwohl eigentlich einmal hatte ich ein Messer gehabt, ein Falcon, ne, nicht einen Falcon Knife, ein Klappmesser mit Case Hardet und einmal die AK Wasteland Rebel. Also ich hoffe jetzt mal, dass ich hier jetzt mal was Gutes rausziehen werde. Ich würde sagen, wir fangen mit den Chroma-Kisten an. Also ich habe jetzt nur die Kisten genommen, die ich geschenkt bekommen habe oder die ich jetzt im Spielen gewonnen habe. Also ich habe jetzt keine dazu gekauft. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit Chroma-Kiste 1. Ist jetzt fast immer nur blaue gehabt. Oh, damit kann man schon mal was anfangen. Pinken als erstes. Eine P250 Muertos. Ich persönlich finde den Skin ja mega hässlich, aber mal gucken, wie die so ist. Einsatz erprobt, okay. Gucken wir mal, was die noch wert ist. €1,70. Okay. Vielleicht werde ich die auch selber benutzen, obwohl ich die ja eigentlich nicht so toll finde. Dann würde ich sagen, öffnen wir Kiste 2. Komm, bitte, 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 Messer. Messer wäre natürlich mega awesome. Oder einen roten Skin. Obwohl ich sagen muss, dass hier die roten Skins nicht viel bringen. Okay, eine SCAR 20 Grotto. Leider nur ein blauer Skin. Sieht aber, finde ich, gar nicht mal so verkehrt aus. Dann mal Kiste 3. Hier wäre natürlich richtig geil die Chatterbox, aber naja. Die Glock 19 muss es sein. ja, jetzt habe ich noch, wie gesagt, diese vier Vanguard-Kisten. Welche machen wir als nächstes auf? Die Falcon Knife machen wir als letztes auf. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Breakouts. Hier so ein Messer wäre natürlich abnormals awesome. Aber es ist eine Negative Desert Strike. Verdammt. Die ich auch schon bestimmt, keine Ahnung, 20 Mal gezogen habe. Also gefühlte 20 Mal. Oder das Cyrex wäre natürlich auch mega awesome. Novakoi, okay. Ich persönlich kann mit dem Gewehr ja überhaupt nicht spielen. Nein, hier gibt es das Strike. Das ist noch so abgeranzt. What the fuck? Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach hier mal schneller weiter. Vielleicht habe ich ja noch mal Glück. Nein! M4A4 Griffin. Oh mein Gott, die ist so hässlich, die Waffe. Ganz ehrlich, wer macht sich die drauf? Komm, 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 komm. Na, come on. Zweimal die Griffin, really? Welcher Zustand sind die? Mal gucken, gucken, gucken. Abgenutzt. Und ein Satzabwurf, what the fuck? Die gibt's hier nur noch 60 Cent oder so höchstens. Mal gucken. Ach, noch nicht mal. Okay, krass. Egal, damit kann ich dann eventuell noch einen Trade-up machen. 1, 2, wie viel habe ich denn davon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Vielleicht. Okay, damit jetzt die drei Lila ziemlich scheiße sind. Na egal, weiter geht's mit Kiste Nummer 3. Da war schon wieder Lila. Ist schon mal sehr gut. Ey, sieht gar nicht mal so scheiße aus. Eigentlich sieht die voll fett aus. Ey, ist interessiert. Nein.
Minimal Gebrauchsspuren, korrekt. Die ist wert 27 Cent. Okay, dann brauchen wir ja keine Gedanken zu haben, die einfach mal zu verticken. Dann, ach, würde ich sagen, mit der letzten Operation Vanguard-Kiste. Komm, Knife, 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 bitte Knife. Na, mir wisst ihr, die diese Lilane geben sollen. Die habe ich auch schon. So, und jetzt. Da wäre natürlich vieles geil. Also ich persönlich, ja, natürlich Messer, ganz klar. Die Hyper Beast auch. Die Aquamarine Revenge natürlich auch. Die Cyrex finde ich auch ziemlich cool. Und die Nemesis. Die CZ benutze ich so gut wie gar nicht. Oder eine USPS Torque. Stat-Track wäre natürlich auch mega geil. So, die restlichen, naja, ich weiß ja nicht. Egal, vielleicht haben wir ja Glück. Komm, Load Game, gib mir ein Messer. Ja, na, ist ja auch so verrannt, das ist klar. Alles klar, leider kein Glück gehabt heute. Aber vielleicht habe ich genug Blau, die ich nicht brauche. Um die 1, 2, 3, 4, 5, ne, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, korrekt. Dann werden wir die mal benutzen dafür. So, dann schauen wir mal, was wir kriegen. Wir kriegen eine Neger. Oh. Schon wieder? Really? Oh, Moment, habe ich jetzt genug von den Lilanen? Notfalls benutze ich auch die Nova Coil, die ich da noch drin habe. Weil wirklich gebrauchen kann ich hier nicht. Ja, komm, draufgeschissen. Heute will ich wissen. Und es ist eine 574 Play. Okay. In. Qualität. Einsatz erprobt, okay. Sieht gerade mal so scheiße aus. Wenn die ist noch Stat-Track gewesen wäre, hätte ich die natürlich selbstverständlich noch genommen, aber. Gucken, was die so wert ist. Die ist wert, ganze 2 Euro, okay. Wären die ganzen einzelnen Skins wahrscheinlich mehr wert gewesen, aber naja, drauf geschissen. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Case Opening. Bis dann!